Passagier stirbt bei schweren Turbulenzen auf Flug von Singapur. Tragisches Ereignis an Bord eines Singapore Airlines Fluges. Tragisches Ereignis an Bord eines Singapore Airlines Fluges. Ein Flug der Singapore Airlines von Singapur nach Frankfurt endete in einer Tragödie, als ein Passagier bei schweren Turbulenzen ums Leben kam. Das Unglück ereignete sich während eines nächtlichen Fluges, als das Flugzeug in eine Zone extremer atmosphärischer Störungen geriet. Das tragische Ereignis wirft erneut ein Schlaglicht auf die Gefahren, die Turbulenzen im Luftverkehr mit sich bringen. Chronologie des Vorfalls Nach Berichten von Augenzeugen und ersten Untersuchungen begann der Vorfall etwa zwei Stunden nach dem Start des Fluges SQ 326 vom Changi Airport in Singapur. Zu dieser Zeit befand sich das Flugzeug, eine Boeing 777-300ER, auf seiner Reiseflughöhe von 38.000 Fuß über dem Indischen Ozean. Plötzlich geriet die Maschine in schwere Turbulenzen, die so heftig waren, dass sich einige Passagiere und Besatzungsmitglieder verletzten. Es fühlte sich an, als ob das Flugzeug jeden Moment auseinanderbrechen würde, berichtete ein erschütterter Passagier, der namentlich nicht genannt werden wollte. Die Turbulenzen kamen völlig unerwartet. Es gab keine Warnungen. Alles, was nicht festgeschnallt war, flog durch die Kabine. Die Folgen der Turbulenzen. Die schwerwiegendste Folge der Turbulenzen war der Tod eines männlichen Passagiers, dessen Identität aus Respekt vor der Privatsphäre seiner Familie nicht veröffentlicht wurde. Berichten zufolge war der Mann nicht angeschnallt, als die Turbulenzen begannen. Er wurde heftig gegen die Kabinendecke geschleudert, bevor er bewusstlos auf seinen Sitz zurückfiel. Trotz sofortiger medizinischer Hilfe durch das Bordpersonal konnte sein Leben nicht gerettet werden. Die verstörten Passagiere und das Kabinenpersonal versuchten alles Mögliche, um dem Mann zu helfen. Die Flugbesatzung wandte sich über Funk an den nächsten Flughafen, um eine Notlandung durchzuführen. Allerdings verstarb der Passagier noch, bevor das Flugzeug auf dem Flughafen in Chennai, Indien notlanden konnte. Reaktionen und Maßnahmen von Singapore Airlines In einer offiziellen Stellungnahme drückte Singapore Airlines ihr tiefes Bedauern über den Vorfall aus. Wir sind zutiefst betroffen über den Verlust eines unserer Passagiere auf Flug SQ 326. Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Freunden des Verstorbenen, hieß es in der Erklärung. Darüber hinaus kündigte die Airline an, eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um die Ursache der Turbulenzen zu ermitteln und jegliche Sicherheitsprotokolle zu überprüfen, um solche Tragödien in Zukunft zu vermeiden. Singapore Airlines betonte auch, dass alle Passagiere und Besatzungsmitglieder vor dem Beginn der Turbulenzen gebeten wurden, ihre Sicherheitsgurte anzulegen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Passagiere während des gesamten Fluges angeschnallt bleiben, wann immer sie sitzen, erklärte ein Sprecher der Airline. Unvorhersehbare Turbulenzen können jederzeit auftreten. Bedeutung der Sicherheitsbestimmungen an Bord. Experten für Luftfahrtsicherheit unterstreichen die Wichtigkeit der Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen an Bord. Richard Mayfield, ein erfahrener Flugkapitän und Luftfahrtberater, erklärte, Turbulenzen sind in der Luftfahrt nicht ungewöhnlich und stellen in den meisten Fällen keine ernsthafte Bedrohung für das Flugzeug selbst dar. Die größte Gefahr besteht für die Passagiere und die Besatzung, insbesondere wenn sie nicht angeschnallt sind. Mayfield wies darauf hin, dass moderne Verkehrsflugzeuge so konstruiert sind, dass sie auch stärksten Turbulenzen standhalten können. Das Flugzeug ist das sicherste Verkehrsmittel. Aber Sicherheitsgurte sind nicht nur eine Formalität. Sie können im Ernstfall Leben retten, betonte er. Statistische Erkenntnisse und weitere Untersuchungen. Laut Statistiken der International Air Transport Association IA, treten schwere Turbulenzen relativ selten auf. Dennoch sind sie eine bedeutende Ursache für Verletzungen an Bord von Flugzeugen. Im Jahr 2022 wurden weltweit 1200 Fälle schweren Turbulenzen registriert, die zu Verletzungen führten. Davon endeten 15 Fälle tödlich. Diese Zahlen verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass sich Fluggesellschaften und Passagiere gleichermaßen auf solche Vorfälle vorbereiten. Der jüngste Vorfall auf dem Flug von Singapore Airlines hat Fragen zur aktuellen Forschung und Technologie im Bereich der Turbulenzvorhersage aufgeworfen. Während moderne Radar- und Wettersysteme in der Lage sind, viele Formen von Turbulenzen vorherzusagen, bleibt Clear Air Turbulence (CAT) schwer zu detektieren. Diese Art von Turbulenzen tritt außerhalb von Wolken auf und kann ohne Vorwarnung auftreten, was sie besonders gefährlich macht. Der Luftfahrtexperte Dr. Emma Williams von der Universität Oxford sieht in der verbesserten Erkennung und Vorhersage von Turbulenzen eine wichtige Forschungsaufgabe. Wir benötigen fortschrittlichere Technologien, um nicht nur aufkommende Turbulenzen früher zu erkennen, sondern auch präzisere Informationen über ihre Intensität und Dauer zu liefern, erklärte sie. Schlussfolgerungen und Lehren Der tragische Tod eines Passagiers auf dem Singapore Airlines Flug hat nicht nur Familien und Freunde des Verstorbenen tief bewegt, sondern auch die Luftfahrtindustrie wachgerüttelt. Es erinnert alle Beteiligten daran, dass trotz der hohen Sicherheitsstandards und fortschrittlicher Technologie die Einhaltung grundlegender Sicherheitsvorschriften lebenswichtig bleiben. Sowohl Fluggesellschaften als auch Fluggäste müssen in ständiger Wachsamkeit zusammenarbeiten, um das Reisen sicherer zu machen. Bei der Untersuchung des Vorfalls wird es entscheidend sein, alle Faktoren sorgfältig zu analysieren um mögliche Verbesserungen in der Ausbildung des Personals, der Kommunikation mit den Passagieren und den technischen Systemen zu identifizieren. Das Ziel muss es sein, ähnliche Unfälle in Zukunft zu verhindern und die Sicherheit im Luftverkehr kontinuierlich zu erhöhen. Für die Luftfahrtgemeinschaft bleibt der Vorfall eine Mahnung, dass trotz aller technischer Fortschritte die menschliche Komponente nicht vernachlässigt werden darf. Fachleute wie Richard Mayfield und Dr. Emma Williams betonen die Notwendigkeit fortlaufender Forschung und Sensibilisierung, um die Risiken von Turbulenzen zu minimieren und das Bewusstsein für die Bedeutung der Sicherheitsvorkehrungen zu schärfen. Abschließend bleibt zu hoffen, dass aus dieser Tragödie wichtige Lehren gezogen werden, die dazu beitragen, die Flugsicherheit weiter zu verbessern und solche herzzerreißenden Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Autor Anita Fag, das Dienstag, 21. Mai.